I will put an end to the wars of the land dwellers. Ja, und willkommen zu einer neuen Runde Paladins. Mein Name ist Latox und heute spielen wir den PvE-Modus, den neuen. Der heißt... Ich weiß, es ist der mit Drogos. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich spiele gerade zum allerersten Mal. Und das Drogos ist nicht, hier lieber mal... Schild mit. Ich hätte, glaube ich, nicht Direct-Schaden nehmen sollen, ich Idiot. Ich hätte eher Blast... Ja. Ups, okay. hat ja schon mal gut geklappt. Verdammt. Ich weiß nicht genau, was wir machen müssen, demnach... Warte ich einfach mal hier hin. Also, wir wissen müssen... Also, sagen wir es so. Der PvE-Modus ist doch... Die sind unsichtbar. Also, durchsichtig. Ja, gut, das wird nichts. Es ist so, dass die ganzen Charaktere im PvE-Modus, also die feindlichen, also die PvE-Gegner, hey, Drogos gegen Drogos, dass diese halt irgendwelche Buffs haben. Und in diesem Fall haben sie den, auf dass sie unsichtbar sind. Was ich doch durchaus interessant finde. Jetzt, aber ich weiß, welche Karte man da kaufen muss, diese mit Detection Rage. Was die hier? Resilience? Illuminate was, glaube ich. Oder Blast Shields, um das auszuhalten. Demnach habe ich mich gerade... Ich nenne es zwar verskillt, weil... Im Grunde ist es verskillt. Das könnte ich trotzdem nehmen. Drogos, wenn du hochfliegst, kriegst du Schaden. Wir sind tot. So. Weiß nicht, ob ein... Lifestyle sowas was bringt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mitnehmen soll. Ich will für Nachladegeschwindigkeit. Und Lebensraum. Vielleicht geht das. Okay, Drogos, vielleicht wird zu ihm kommen und dort bleiben. Ja, versuchen wir das mal. Und schweben. Ja. Schweben. Ja. Ach man, ich verstehe nicht, wieso es das abbricht. So. Alle hinter Drogos her. Ob er eine Idee hat? Verdammt. Ich weiß nicht, ob die mal ein Schild kaputt gemacht haben oder ob die. Aber so sieht es gerade nicht so gut aus. Bin tot. Okay, dieser PvP-Modus ist. Der PvE-Modus ist wirklich schwer. So. Ich glaube, wir haben auch die falschen Charaktere. Wir müssen mehr Schaden machen, einfach. Kürzeste Zeit. Und wir brauchen den Healer. Du bist tot. Und der Drogos meint, dass die ganzen Gegner nur von der rechten Seite kommen. Probieren wir das mal. Paladins. Oh, nur das Logo. Es gibt ja einen neuen Makoa-Skin, diesen vulkanischen Skin. Ja, da muss ein Level 30 erreichen, der Beta. Das muss ich nur schaffen. Ich glaube, die Beta geht noch ein bisschen, wenn sie den erst jetzt hinzufügen. Da ist ein riesiger Fisch eingefroren. Cool. Derzeit habe ich ja, glaube ich, Level 22. Ich bin mir nicht 100% sicher. Irgendwie sowas. So, ein Laufen von Drogos hinterher. So. Ich gebe dir mal ein Schild. Okay, ich gebe ihm doch kein Schild. Er ist tot. Schaffen wir es? Es leben noch 3 Stück. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Es sei denn, ich schaffe es nicht jetzt hochzuheilen. Wir dürfen halt nur nicht von dieser Spucke getroffen werden. So. Oh, ich kann die sogar herhocken. War gleich nicht so klug. Wir müssen weiter vor. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Super gemacht. Toll gemacht. Vielleicht gewinnen wir das jetzt sogar. Ich meine, jetzt, wo man weiß, wie das funktioniert. Der Drogos da mit seinen super Taktiken. Wahrscheinlich funktioniert es auch, aber irgendwie. Dann alle mal vor. Die
Map? Ist es die normale Map, wenn man Elimination spielt? Oder ist es eine spezielle oder eine neue? Das könnte es auch sein. Nee, die habe ich schon mal gespielt. Ich glaube, in dem einen Barak-Video. Nur... Ich habe nie diese Skybox gesehen. Die ist voll schön. Jetzt sollte er schnell hochgehen. So, also funktioniert das, wenn man hier wartet. Nicht Fernando. Der Gegner ist tot, sehr schön. So, der ist auch tot. Was sind die anderen? Hinter uns, oder? Nein, das sind unsere Jokers. Hier ist einer, Leute. So. Ich heile mich jetzt noch und... Einer fehlt. Er ist wahrscheinlich auf dem Punkt. Cool, wir haben es geschafft. Ja! Hey, ist doch einfach als erwartet. Ist doch ziemlich cool. Und mir ist gerade aufgefallen, dass diese Algen auf der Konono von Makor hoch und runter wackeln. Also wenn ich hüpfe. Auch wenn ich sie bewege? Nein, dann nicht. Doch, die unteren. Die unteren bewegen sich. Das können wir dort unter den Icons sehen. Ja. Ich weiß nicht, wovon die sprechen. Ich weiß nur, dass der eine meint, dass es funktioniert. Und es scheint ja auch zu funktionieren, was cool ist. Und ich habe mich voll verskillt. Jetzt spreche ich die Sprache, die ich nicht verstehe. Ach, nee. So. Ist dort jemand? Anscheinend ja nicht. Ah, doch, da. So, der ist tot. Es leben noch 4 Stück. Hm. Und alle her. Wir dürfen nicht so weit wegrennen. Da! Hab einen! Den hab ich nicht gesehen! Das war voller Skillshot-Hook. Ah, geh weg! Wir haben es geschafft. Ich glaube, die KI verbuggt sich dann und bleibt irgendwo in dem Nebel stehen. Deshalb sterben die auch alle. Weil gerade eben, wir haben ja nur einen getötet, oder? Zumindest sah es danach aus. Hm. Ich will mit Kronos, weil Haven bringt mir ja nichts. Wie ich herausgefunden habe. Weil ich nicht dran gedacht habe, dass Drogus ja echt... Oh, ich schau mal. Ich frage mich nur, wenn die Rakete einen direkt trifft, ob die dann einen AOE-Schaden macht oder ob das als direkten Treffer zählt. Ich behaupte jetzt mal, dass es trotzdem als AOE zählt, aber wer weiß. So. Warten und campen. Hab einen. Hier ist noch einer. Nein, ich bin tot. Schafft ihr das Team? Das Blöde ist halt, dass wir wirklich keinen Healer haben. Aber ansonsten... Hm. Hoffentlich verglitschen die sich jetzt. Was mit dem Push him? Keine Ahnung. La 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 la. So. Ich finde diese Fische von der cool. Und das Tolle ist, ja, ich mag das mit dem Eis. Weil, gut, in Spielen geht es wahrscheinlich ganz einfach, das so zu machen, aber in... Ich stell dir vor, das wäre echt... Das wäre voll cool. Ich weiß nicht, ich bin mal fasziniert davon. Da liegt wahrscheinlich in diesen Wartezeiten und irgendwie Nachwirkungen von dem Zeug, was die, mit dem die sich die Drogos tarnen. Irgendwie sowas. Meine ist ready. Sie muss das einfach nur hier stehen und reinschießen, oder wie? Hm. Ist hier irgendwo ein Drogos? Die sterben doch gleich wieder alle im Nebel, oder? Ich hätte jetzt einfach mal genau da drauf. Aber gleich geht die Zeit vorbei und dann plötzlich sind sie alle dort. Oder? Nebel, kommst du mal? Ja, die sterben irgendwann am Nebel. Wow. Okay. Das ist gut, David. Guter Tagesmodus oder PvE-Modus. Scheint ja ziemlich gut zu funktionieren.
Einen Drachen töten, die anderen sterben. Und selbst. Macht's einfacher. Ich zieh durch die Ulti. Mit der Beine und unten. Da hat der Dings irgendwie geschafft, die alle zu töten. Ach, der hat einen Execute genutzt. Deshalb. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Cool. Hey, dann war das doch eine richtig schöne Runde. Die wir uns irgendwie durchgecheatet haben. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, vielleicht ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.